können den Blick unseres Feindes auf uns lenken. Solange sein Blick auf uns gerichtet bleibt, können wir Zeit für Mittelerde gewinnen. Ja, wir sind hier wie immer zurück in Mordor. Schatten. Wir gehen mit der nächsten Quest voran. Da, ein Tauk! Ja, da muss ich noch ein paar Fähigkeiten lernen, Terroristen. Wer auch immer der nächste Hauptmann wird, er muss den Grog besser vertragen können als der letzte. Er ist schreiend in eine Karagor-Grube gerannt. Da muss etwas faul sein. Ja, also es ist eigentlich ganz klar, dass wir dann ein paar Fähigkeiten freischalten müssen. Und dann noch ein paar Fähigkeiten kriegen. Okay, das ist mein Thank you.
Okay. Okay, das wollte ich jetzt nochmal testen. Was ist denn das nächste, was wir machen könnten? Danke, Waldläufer. Über wen beklagen wir uns hier alle? Redback, ja, hörst du, Idiot, eigentlich nie zu? So. Haben wir jetzt einmal jetzt. Biael war kurz davor, den Eid abzulegen. Er sollte ein Waldläufer werden. Solch ein übles Ende hat er nicht verdient. Machtpunkte. Tötet jede Bestie, die ihr seht! Was könnte es für eine bessere Beute geben als einen Tag, Feigling? Okay. Und er gehört mir! Schon vergessen, dass ich den Blick kenne! Ich hab ihn! Du weißt nicht, was du meinst. Okay.
Okay. So, dann rüber mit uns. Ja, vielleicht wollten eigentlich auch manche sehen, wie es aussieht. Im Fortschritt haben wir jetzt 33% abgeschlossen, Rettungsaufträge. Okay, die Hälfte der Geschichte haben wir jetzt schon. Rauf. Unsere Hauptmänner haben sich mit denen aus dem Osten getroffen. Du weißt, was das heißt. Wir schließen uns zu einer großen Armee zusammen. Na gut, da oben werden wir jetzt die Folge mal beenden. Wir haben den Urkönig auf Patrouille, bis dann, eure Macht's gut. Ciao.